Frau Dr. Quinkert, wir haben uns heute hier vor dem Deutsch-Russischen Museum in Berlin-Karlshorst getroffen. Anlass ist die Eröffnung einer Ausstellung Dimension eines Verbrechens. Am 18.06. hat der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier diese Sonderausstellung hier eröffnet. Und ja, meine Damen und Herren, dieser Krieg wirft einen langen Schatten und in diesem Schatten stehen wir bis heute. Wie konnte es dazu kommen? Was haben unsere Vorfahren gewusst? Was haben sie getan? Aber die Gegenwart tilgt auch niemals die Vergangenheit. So oder so lebt Vergangenes in uns fort. Ich verneige mich in Trauer vor den ukrainischen, belarussischen und russischen Opfern, vor allen Opfern der ehemaligen Sowjetunion. Arbeiten wir für eine andere, für eine bessere Zukunft. Es liegt in unser aller Hände. Vielen Dank. Soweit Frank-Walter Steinmeier. Frau Dr. Quinkert, was hat Sie als Kuratorin bewogen, anlässlich des 80. Jahrestags des Überfalls auf die Sowjetunion, sich diesem Thema in einer Ausstellung zu widmen? Wir haben das Thema der sowjetischen Kriegsgefangenen gewählt, anlässlich des 80. Jahrestags des Überfalls, weil der Überfall auf die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg einen bedeutenden Einschnitt markiert. Und zwar kommen über 90% der mehr als 13 Millionen Toten, die die Deutschen außerhalb von Kampfhandlungen töten, in den Jahren zwischen 1941 und 1945, also in der Zeit, wo das Deutsche Reich Krieg gegen die Sowjetunion führt, um. Und eine der größten Opfergruppen dieser 13 Millionen Toten von NS-Massenverbrechen sind die sowjetischen Kriegsgefangenen. Wir haben die Ausstellung in drei Teile eingeteilt. Wir möchten allen Besucherinnen einen einfachen Zugang bieten und wir haben einen thematischen Teil, der in 9 Kapiteln den Bogen bis in die Gegenwart schlägt. Wir haben in der Mitte der Ausstellung 12 Biografien, 2 Frauen und 10 Männer, wo wir Einzelschicksale vorstellen und wir haben eine große Europakarte, wo die Orte und Dimensionen der Massenverbrechen deutlich werden. Und daneben steht noch eine Medienstation, in der man sich mit Gedenkorten befassen kann und auch eine Quellenkritik, kritischen Zugang zu Fotografien bietet. Und wir können gerne mal zu der Karte hingehen. Hier ist die große Europakarte, die wir in dieser Ausstellung zeigen und sie zeigt ausgewählte Lager, Standorte und Opferzahlen. Man muss dazu sagen, es gibt wirklich mehr als 2000 Lager für sowjetische Kriegsgefangene und Zehntausende von Arbeitskommandos. Das heißt, wir haben hier eine kleine Auswahl getroffen, um die wichtigsten Tendenzen deutlich zu machen. Und wenn Sie auf diese Karte schauen, dann sehen Sie, dass sowjetische Kriegsgefangene zwar ins Deutsche Reich gebracht worden sind, dass allerdings die allermeisten in den besetzten sowjetischen Gebieten geblieben sind oder im besetzten Polen und dass in diesen Lagern auch das Massensterben stattfindet. Also 2/3 der sowjetischen Kriegsgefangenen sterben in den besetzten Gebieten der Sowjetunion. Beispiele für Lager, in denen mehr als 50.000 sowjetische Kriegsgefangene umgekommen sind, sind zum Beispiel Riga, Pskov, Porchow, Minsk, aber auch Slavuta oder Chelm, Deblin. Also es gibt in der Ukraine, in Belarus und in Russland große Lager für Kriegsgefangene, in denen mehr als 50.000 Gefangene sterben. Die meisten bis zum Frühjahr 1942. Ich würde einfach mal einige Themen dieser Ausstellung vorstellen und fange an mit der Vorkriegsplanung. Und zwar bereitete das NS-Regime bereits vor dem Krieg eine verbrecherische Kriegführung vor. Sie plante 2 Massenverbrechen. Das war einmal der Mord an den sowjetischen Funktionären und der Hungertod von Millionen, zig Millionen von sowjetischen Zivilistinnen, um deren Nahrungsmittel für sich selber zu verbrauchen. Und vor dem Überfall wird in dem sogenannten Kommissarbefehl, der in den Nürnberger Prozessen dann als verbrecherischer Befehl bezeichnet wird, festgelegt, dass die Wehrmacht gefangen genommene sowjetische Funktionärin in der Roten Armee, die sogenannten politischen Kommissare, direkt nach der Gefangennahme erschießen soll. Und das tut sie auch. In den meisten Fällen machen die Wehrmachtseinheiten das und oft müssen die Gefangenen vorher ihre eigenen Gräber schaufeln.
Sie sehen hier ein Bild der Gefangennahme von Soldatinnen und Soldaten der Roten Armee. Und es ist so, dass nicht nur politische Kommissare erschossen werden, sondern auch bestimmte Gruppen von anderen, also jüdische Armeeangehörige werden in der Regel auch sofort erschossen. Oft werden weibliche Angehörige der Armee als sogenannte Flintenweiber erschossen. Trifft aber auch Angehörige der Roten Armee aus den zentralasiatischen Republiken wegen des Feindbilds des Asiaten, aber auch Offiziere oder Verwundete. Und die Wehrmacht bringt die Gefangenen zunächst an Sammelplätze. Von diesen Sammelplätzen aus werden sie in sogenannte Durchgangslager und von da aus in Stammlager, das sind die Mannschaftslager, und sogenannte Offizierslager gebracht. Und die Situation in den Lagern, hier haben wir ein Bild des Durchgangslager in Orscha, ist katastrophal. Die Gefangenen werden medizinisch nicht versorgt, sie erhalten kaum Essen und Trinken. Es gibt anfangs keine Infrastruktur in den Lagern. Die Gefangenen müssen draußen schlafen, wie Sie hier sehen, und sind der Witterung schutzlos ausgeliefert. Und es kommt binnen kürzester Zeit unter den erschöpften und hungernden Gefangenen zu Krankheiten, die sich dann auch schnell ausbreiten. Auch der Weg in die rückwärtigen Lager von den Sammelstellen und von den Dulags in die Stalags war lebensgefährlich für die sowjetischen Kriegsgefangenen. Erschöpfte und kranke zurückbleibende Gefangene wurden von den Wachmannschaften kurzerhand erschossen und am Wegesrand liegen gelassen. Und auch die Transporte mit in offenen Eisenbahnwaggons im Herbst und Winter 1941-42 kostete viele Gefangene das Leben, weil sie erfroren. Sie sehen hier hungernde Kriegsgefangene, die um Brot betteln. Es war so, dass die Gefangenen von Anfang an schlecht versorgt wurden, aber als der Blitzkrieg scheitert, der geplante, und die Versorgungslage für die Deutschen noch enger wird, wird im Spätsommer, Herbst entschieden, dass die nicht arbeitenden Kriegsgefangenen verhungern sollen. Das sehen Sie hier in dem Zitat da oben. Das ist ein berühmtes Zitat in diesem Zusammenhang. Und bis zum Frühjahr 1942 sterben über 2 Millionen der bis zu diesem Zeitpunkt etwa drei Millionen in Gefangenschaft geratenen Rotarmisten. Das NS-Regime plant von Beginn an, sowjetische Kriegsgefangene auch als Arbeitskräfte einzusetzen. Und das wird auch in millionenfachem Maße getan, in den besetzten Gebieten selber, aber auch im Deutschen Reich oder in anderen von Deutschland eroberten und beherrschten Gebieten, zum Beispiel in Nordnorwegen. Wir befassen uns natürlich auch mit dem Kriegsende und der Befreiung der sowjetischen Kriegsgefangenen. Die ersten Gefangenen werden natürlich schon mit den Vormärschen der Roten Armee 1941-42 befreit, aber die allermeisten sind bis zum Kriegsende, bis 1944-45 in deutscher Hand. Und in der letzten Phase sterben auch noch viele, unter anderem bei den Todesmärschen. Und auch die befreiten Gefangenen, die von den Alliierten befreit werden, sind teilweise so schwach und krank, dass auch viele von ihnen nach der Befreiung noch sterben. Ein wichtiger Teil der Ausstellung sind die Biografien. Wir haben 10 Männer und 2 Frauen. Und wichtig war mir bei der Auswahl deutlich zu machen, dass die Rote Armee ganz vielfältig ist, sowohl von ihrer nationalen Herkunft als auch von ihrer sozialen oder religiösen Herkunft ist sie sehr unterschiedlich. Und bei uns herrscht ja oft das Bild des Russen vor, und diese Ausstellung möchte deutlich machen, dass es eben auch georgische, tatarische, ukrainische, belarussische und Dutzende von anderen Nationalitäten in der Roten Armee gegeben hat. Und auch die Schicksale, die wir hier vorstellen, sind ganz unterschiedlich. Sie reichen von Tod durch Erschießen oder Verhungern bis hin zu Formen der Kooperation mit den Deutschen, dass sich Leute als Hilfswillige melden oder Ähnliches. Frau Dr. Quinkert, die Genfer Konvention für Kriegsgefangene besagt im Prinzip was? Im Prinzip besagt sie, dass Gefangene des Gegners human behandelt werden müssen. Mit Menschlichkeit heißt es in den Richtlinien. Und das heißt, dass die gegnerischen Gefangenen eigentlich genauso behandelt werden müssen wie die eigenen Soldaten in Bezug auf Versorgung, Kleidung, Ernährung und so weiter. Haben die Deutschen eigentlich im Zweiten Weltkrieg, wir beziehen uns jetzt hier auf den Zweiten Weltkrieg, haben die Genfer Konvention im Prinzip denn eingehalten oder gab es da doch alle möglichen Auswüchse?
Grundsätzlich kann man sagen, hat das Deutsche Reich die völkerrechtlichen, kriegsrechtlichen Bestimmungen eingehalten. Die sowjetischen Kriegsgefangenen sind die absolute Ausnahme. Also hier gibt es von deutscher Seite klare Sonderregelungen. Und für diese Gruppe wird das Kriegsvölkerrecht gezielt außer Kraft gesetzt. Die Anschlussfrage ist, hat denn die Sowjetunion die Genfer Konvention eingehalten? Die Sowjetunion hat die deutschen Gefangenen im Prinzip nach den kriegsvölkerrechtlichen Richtlinien behandelt, ja. Und da gab es keine Unterschiede im Prinzip im Vergleich zu den westlichen Alliierten? Die Situation in der Sowjetunion war sehr viel schlechter, also die Versorgungssituation. Deswegen sind aufgrund der Situation in sowjetischer Kriegsgefangenschaft mehr deutsche Gefangene gestorben als in der Gefangenschaft der Westalliierten. Die Reparationen waren jedenfalls für die Sowjetunion doch erheblicher, als sie im Westen gelaufen sind. Kann man dies als eine Art Folge der deutschen Kriegsverbrechen sehen? Unbedingt. Also wir müssen uns klar machen, dass die Sowjetunion 27 Millionen Menschen verliert, davon 14 Millionen Zivilisten. Und große Teile der westlichen Sowjetunion sind völlig zerstört, die ganze Infrastruktur. Und die Sowjetunion nutzt zum Beispiel die Arbeitskraft der deutschen Kriegsgefangenen zum Wiederaufbau ihres Landes. Und das ist mit den Alliierten auch abgestimmt. Frau Dr. Quinkert, herzlichen Dank, dass Sie hier uns diese Ausstellung so präsentiert haben mit Ihren Sachkenntnissen. Nochmal vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank für Ihr Interesse. Es ist nur eine kleine Weile her, dass ich im Nachlass meiner Eltern Fotos entdeckt habe, die mein Großvater in den ersten Tagen und Wochen des Überfalls auf die Sowjetunion aufgenommen hatte. Meine Mutter hatte mir erzählt, dass mein Großvater Kommunist gewesen sei und beschlossen hätte, gleich nach dem Überfall auf die Sowjetunion zu desertieren. Die Fotos sprechen eine ganz andere Sprache. Sie vermitteln den Eindruck, als wäre der Krieg eher ein touristischer Ausflug mit kleinen Unannehmlichkeiten gewesen. Seit dem Fund lässt mich das Thema nicht mehr los. Ich versuche, mich in die Menschen von damals hineinzuversetzen, wie sie den Überfall erlebt haben mögen auf beiden Seiten der Front. Ich habe in einem Beitrag der Wochenzeitung Freitag Ausschnitte aus Briefen deutscher Soldaten gefunden, die die Fotos meines Großvaters ergänzen. Und ich bin auf eine szenische Lesung des Weißwerk-Recherchetheaters Berlin gestoßen, in der Schauspieler aus beschlagnahmten Briefen sowjetischer Soldaten lesen. Hat das alles für uns und heute überhaupt noch eine Bedeutung? Und was bleibt für uns? War denn doch jemand schuld? Doch den dritten Krieg hab ich selbst verschuldet. Über das Thema habe ich mit dem Sänger, Songpoeten und Schauspieler Tino Eisbrenner gesprochen. Der Großvater seiner Frau hat als Sowjetsoldat 1945 Berlin mitbefreit. Kennengelernt habe ich Tino Eisbrenner im Paul-Löbe-Haus im Berliner Parlamentsviertel, als er bei der Gedenkveranstaltung der Linkspartei zum 80. Jahrestag des Überfalls des faschistischen Deutschlands auf die Sowjetunion aufgetreten ist. Schon seit 19 Jahren veranstaltet er das Festival Musik statt Krieg auf seinem Vier-Winde-Hof in Mecklenburg-Vorpommern. Und die Vergangenheit sind nicht geweiht. Und der jahrhundertalte Streit beweist genug für unsere Zerbrechlichkeit. Regen, Regen fällt und fällt. Wie Tränen auf die Welt, wie Tränen auf die Welt. Regen will erklären.
zerbrechlich wir sind, how fragile we are. Vom 21. hat der Deutsche die Grenze überschritten. Am 22. Juni überschritten nach einem kurzen Bombardement. Am 22. Juni hat der Krieg begonnen. Als die Deutschen näher kamen, zogen wir uns zurück. Und jetzt halten wir die Grenze. Ich weiß nur das, was ich hier sehe. Geschrieben am 2.7. gibt es niemanden zum Lesen. Eine Adresse gibt es noch nicht. Schreibt nichts. Auf Wiedersehen. Brief aus Kamieniec-Podolski. Euch alles Gute. Wie geht es denn, Kolja? Ich vermisse ihn. Liebe Marussia, mach dir bitte keine Sorgen. Arbeite ehrlich und versuch eine Kuh zu bekommen, dann wird dir das Leben leichter fallen. Vor kurzem haben diese faschistischen Bestien die Stadt bombardiert. Über 25 Bomben fielen. Es gibt viele Tote und Verletzte, die Soldaten traf es nicht. Aber die Zivilbevölkerung musste leiden. Am 30. Juni 1941 schrieb der Soldat Helmut N. über den Einfall in die Sowjetunion an seine Frau in Ostpreußen. Der Führer hat wieder einmal alle Last der Verantwortung, all die Qual der Entscheidung, all das Wissen, Gefahr und Größe des Einsatzes allein für uns alle getragen. Wir wollen es stillen und heißen Herzens hinnehmen als eine Bestätigung unseres Glaubens daran, dass unser Volk zur Rettung und Führung Europas berufen ist. Tief wie das Meer war dein Blick, der mich trug bis hierher. So gern wär ich dort, küsste all deine Traurigkeit fort. Dunkel der Nacht, fort von euch hat der Krieg. Ja, ich empfinde persönliche Verantwortung, und zwar aber nicht aus dem, dann komme ich jetzt doch nochmal so, nicht daraus, dass meine Großväter sozusagen irgendwann losmarschiert sind. Dafür kann ich nichts. Da konnte auch mein Vater schon nicht dafür. Der ist auch erst 42 geboren. Also hatte da noch keine Entscheidungsgewalt. Aber aus der Verantwortung heraus, die ich auch gegenüber meinen Kindern habe. Ich habe auch einen Sohn. Ich möchte nicht, dass der eingezogen wird und irgendwo losmarschieren muss, weil oben irgendjemand gesagt hat, jetzt müssen wir da unbedingt Krieg führen. Oder jetzt haben wir dummerweise einen Krieg angefangen und die hauen uns die Jacke voll, jetzt brauchen wir jeden, der hier losrennen kann. Und da liegt meine Verantwortung aus dem Jetzt heraus. Und natürlich kommt man diese Verantwortung auch aus einer gewissen Scham heraus, weil ich mich einfach wirklich auch dafür schäme, dass man in der Lage ist, also nur 80 Jahre später, das ist ja nur ein Menschenalter, nur 80 Jahre später schon wieder alles vergessen zu haben und auf das gleiche Ziel wieder loszurennen, dieselben Sprüche zu klopfen, die damals geklopft wurden, bevor der Boden für Hitler dann wirklich bereitet. Erst möchte ich Ihnen schreiben, dass ich und Svetlanotschka noch am Leben sind. Ich hoffe, Sie auch. Aber was uns erwartet, kann ich euch noch nicht schreiben. Im Augenblick ist bei uns alles in Aufregung. Kamen jetzt
ist bereits an vielen Stellen zerbombt. Fast die gesamte Hauptstraße ist von den feindlichen Bomben zerstört worden. Der Feind setzt seine Bombenangriffe fort. Die Leute ziehen auf die Dörfer. Ich frage sie, was sie mir raten. Wie soll ich mit dem Kind nach Udrievici kommen? Das Kind tut mir so leid. Ich liege zurzeit im Lenin-Krankenhaus. Wir sind alle drei verletzt. Ich habe 3 Kopfwunden und 2 Wunden am Bein. Meiner Tochter ist das rechte Bein völlig abgeschossen. Mein Sohn ist am Hals und am rechten Auge verletzt. Es besteht Lebensgefahr. Gestern war er gerade noch so am Leben. Ich wurde separat von beiden untergebracht. Soeben habe ich den ersten Sekt getrunken auf russischem Gebiet, steht auf einer Feldpostkarte von Anfang Juli 1941. Natürlich ist der Krieg kein Zuckerlecken, das weiß jeder. Aber wir Deutschen haben ein Recht darauf, uns auch mal an den Fettnapf der Welt zu setzen. Geht es weiter. Dunkel der Nacht, und ich weiß, ihr dort wartet auf mich. Und ich hier, ich vertraue auf dich. Was schon sonst wiegt noch mehr? Sterben ist leicht, wenn der Tod dir die Mahlzeiten reicht. Doch mich lässt er aus, weil er weiß, nach dem Krieg komm ich nach Hause. Solange ich in der DDR gelebt habe, habe ich das nie verstanden eigentlich. Ich habe nie verstanden, wie das funktionieren kann, dass plötzlich so ein großes Land wie Deutschland, dass da auf immer alle, also da scheinbar alle akzeptieren, Heil Hitler brüllen, beim Bäcker schon mal Heil Hitler sagen und morgens beim Brötchen holen und dann auch unterschreiben, sozusagen, dass man losmarschiert und Kriege anzettelt gegen andere Völker. Das habe ich nie verstanden. Inzwischen ist mir leider doch ein bisschen Verständnis gewachsen dafür, weil ich auch miterlebe, wie die Menschen auch im sich raushalten, in der Annahme oder der Behauptung, das hätte mit ihnen alles nichts zu tun. Meine liebe und einzigartige Frau und meine Kinder, meine Töchterchen, Galja und Veratschka und du, meine Frau Sosja, ihr sollt es wissen und sagt es allen Verwandten weiter, dass ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch gesund und lebendig bin. Das wünsche ich euch auch. Habt ein besseres Leben. Ein besseres Leben, als ich es habe. Sosja, ich schreibe dir und es kann sein, dass das meine letzten Worte sind. Und du? Ob du willst oder nicht, vergiss nicht, mir zu antworten. Schreib wenigstens etwas über die Kinder. Wir glauben, noch in diesem Jahr eine Parade in Moskau abzuhalten. Wenn der Russe erledigt ist, dann haben wir ja nur noch den Tommy. Die Nuss wird im Vorübergehen geknackt, teilt der Gefreite Emil Sesshaft am 14. August 1941 seiner Freundin Erna in Berlin mit. І поэтому знаю со мной, ничего не случится. Темная ночь. Zuerst möchte ich Ihnen von meiner verzweifelten Seele in diesem fremden Land meine herzlichsten Glückwünsche senden. Ich grüße Sie. Nach dieser Begrüßung kann ich Ihnen, wenn Sie das wissen wollen, vom Schicksal Ihres Sohnes in der Fremde berichten, dass ich, Gott sei Dank, am Leben und gesund bin. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass auch Sie am Leben und bei Gesundheit sind. Mein lieber Onkel und mein Cousin Zedak, wenn es Sie interessiert, ich lebe immer noch in der Stadt Kamenez-Podolsk und bin, mit Gottes Hilfe, gesund und munter. Lieber Cousin, ich war noch nicht im Kampf. Hier in der Stadt halten wir Wache
Tag und Nacht und fangen Spione. Aber die deutschen Flugzeuge werfen Bomben auf die Stadt und haben viele Häuser zerstört und viele Menschen getötet. Lieber Cousin, ich bin zwar hier, mache mir aber Sorgen um Sie. Ich weiß nicht, ob auch Sie eingezogen worden sind. Ich habe keine Zeit, Briefe zu schreiben. Falls ich am Leben bleibe, schreibe ich. Reichen Sie mir Ihre Hände. Ich drücke jedem die Hand. Ich sende viele Gebete für Sie und alle Leute unseres Dorfes. Ihr Sohn in der Ferne, Mali Sadichow. 3.7.41. Auch die Heimatfront ist zuversichtlich. So verkünden die Eltern ihrem Sohn, dem Gefreiten Kurt Fries, am 10. Oktober 1941: Wir nehmen an, dass es mit dem Iwan aus ist, wenn dich dieser Brief erreicht. Gestern wurde im Reichssender durchgegeben, dass der Endkampf an der ganzen Moskauer Front nun eingesetzt hat. Ein Spiel, doch den